Die Sunshine Live Studio Session mit Resi. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend. Freue mich, dass ihr alle wieder am Start seid. Melodisch, progressiv, elektronisch, das ist der Sound meiner heutigen Gästin. Sets, die einladen, die Nacht durch zu tanzen und sich zu vergessen. Zauberte sie unter anderem im Sisyphos, auf dem Amsterdam Dance Event oder der Fusion. Mit ihrem eigenen Label Wizarding Wolf startet sie seit 2019 durch, bekommt Support von Acts wie Elke Klein, Karotte oder Peter Dandoff. Und nicht nur für die Musik nutzt sie ihre Reichweite, sondern positioniert sich auch politisch. Denn um es mit ihren Worten zu sagen, unsere Techno-Szene hat immer Menschen zusammengebracht, egal welche Herkunft, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung jemand hat. Freut euch auf spannende 2 Stunden und tanzt mit uns. Freut euch auf 2 Stunden mit Juliane Wolf. From Cheetah, I see it all, just like I used to, but I just have to find you. We're hot up in the daytime, holding back the rain. How could you stop me? Thank you.
Die Sunshine Live Studio Session. Auch im Videostream auf dem Sunshine Live Twitch Kanal. Und da begrüßen wir mit einem großen Applaus, der von mir kam, Juliane Wolf. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, mal wieder hier zu sein. Ja, geil. Und du bist hier schon ordentlich am Dancen zu einem Track, der hier was mit Britta Butzke zu tun hat. Ja, genau. Das ist das neue Release auf Britta Butzke Records von Animal Trainer. Finde ich total cool. Hacienda heißt das. Mhm. Ja, feiere ich total ab. Geil. Und was verbindest du denn auch eigentlich mit diesem Club? Ich meine, es ist ja für dich auch so ein Ding, also, wenn du in Berlin bist. Das stimmt. Ja, also ins Ritter Butzke gehe ich schon ganz, ganz lange feiern eigentlich. Schon seit bestimmt 10 Jahren. Und irgendwann, ich habe im Ausland gelebt und bin nach Deutschland zurückgegangen. Und Ritter Butzke war so die ersten auch von der Crew her, die mich in ihren Club eingeladen haben zum Spielen. Und auch auf ihre Showcases in anderen Städten, wo ich dann ab und zu spiele. Und ich arbeite halt an einem Release mal auf dem Label. Das ist jetzt so mein nächstes Ziel. Mhm. Aber mal schauen, was kommt. Ne? Also genau. Aber auf jeden Fall ist es so, also so wie so ein Zuhause für mich. Wie so ein zweites Wohnzimmer so ein bisschen. Wenn jemand gerade vom Butzke zuhört oder zuguckt, ne? Also die Juliane, die macht da musikalisch bald mal was für euch. Ah, das wäre schön halt. Das muss was richtig Treibendes sein. Also da arbeite ich gerade dran. Geil, genau. Du kommst ja aber ursprünglich aus hier so Thüringen die Richtung. Ja, genau, ne? Im Osten von Thüringen. Also Greiz heißt die Stadt. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus nicht so guten Schlagzeilen, aber wohnen sehr viele liebe Menschen da, die sich auch für sehr, sehr gute Dinge engagieren. Genau, wir hatten nämlich eingangs irgendwie schon so ganz viel auch über Politik gequatscht auf Air und ich hatte es ja auch quasi in deiner Anmoderation erzählt, dass du da letztens dich auch mal geäußert hast und gesagt, ey, die Techno-Szene steht irgendwie so für Zusammenhalt, Vielfalt, egal von wo jemand kommt, wer jemand ist oder so, alle sind willkommen und dafür stehst auch du, dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Ja, genau. Und hast irgendwie erzählt, dass da jetzt bei euch auch richtig viel abgeht, so in der Hometown, ne? Ja, genau. Also viele kennen ja die Problematik, dass es im Osten sehr von Rechtsextremen wimmelt. Das ist natürlich schon lange so. Und jetzt formiert sich so ein bisschen so ein Widerstand auch aus der Mitte der Bevölkerung. Es gibt viele Demos, es gibt viel Engagement. Einfach, dass die sagen, wir sind die Mehrheit. Also wir sind tolerant, wir sind offen, wir akzeptieren jeden und jede, logischerweise eigentlich. Aber man sieht es halt jetzt auch. Also wir hatten jetzt eine Demo gehabt für die Demokratie. Und da waren 800 Leute auf dem Marktplatz und ich dachte so, was ist denn hier auf einmal los? Wo kommen die alle her? Genau. Ne? Genau, und ich weiß aber, es gibt schon ganz viele Leute, die sich ganz, ganz, ganz lange dort engagieren in Greiz und überall im Osten auch. Also das ist auf jeden Fall schon ganz lange so, aber jetzt werden die halt so sichtbar und das finde ich richtig toll. Also das erfreut mich richtig so. Richtig schön. Müssen genau. Wir mal einen kleinen Soli-Rave oder sowas organisieren. Oh, gerne. Könnt ihr alle herkommen. Geil. Ja, Juliane, wir sprechen nochmal. Ich wäre Feuer und Flamme dafür. Fände ich gut. Ja, geil. Ja. Ey, Juliane Wolf in der Studio-Session. Wir quatschen nachher noch ein bisschen weiter über deine Mucke, dein Label, was sonst noch so ansteht. Du kannst zurück an die Decks. Ja. Darfst noch ein bisschen musikalisch hier weiterfeiern und ihr da draußen gerne auch mit. Im Twitch-Stream oder auf der Homepage gibt es das Radio-Fernsehen. Da sind wir nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Bis 22 Uhr sind wir hier am Start. Juliane Wolf in der Studio-Session. Die Sunshine Live Studio-Session.
Die Sunshine Live Studio Session. Auch im Videostream auf dem Sunshine Live Twitch-Kanal. Juliane Wolf hier am Start, schon ordentlich am Dancen. Und der Wolfgang auch, den hast du wieder mitgebracht, ne? Dein kleines Wolf-Kuscheltier. Genau, der Wolfgang ist auch mit dabei. Ich finde ja witzig, dass Wolfgang auch immer mit zu den Partys kommt und du ihn aber dann auch danach wäschst. Ja, der muss immer in die Waschmaschine und der dreht sich dann immer. Ah ja, der geht da ein bisschen steil durch die Menge, ne? Ist vielleicht besser, dass der danach mal gewaschen wird. Ich glaube auch. Wir hören da im Hintergrund was ganz Nettes, was bald rauskommt. Ja, genau. Das ist mein Release mit Steel und Benze. Vielleicht kennt man sie. Sie haben erst ein tolles Release auf Katermucke gehabt. Das Release heißt Kalima und kommt auf Poesiemusik raus im Frühjahr. Ich glaube April oder Mai. Und da wird es auch eine Release-Party geben im Klungerkranich. Oh, schön. Also wenn es dann wieder warm wird, das wird bestimmt ganz, ganz schön. Geil. Ja, hoffen wir, dass dann der April nicht regnet oder schneit, sondern ein paar Sonnenstrahlen verspricht. Auf jeden Fall, aber ich denke schon. Ich glaube, die Party ist auch im Mai. Und Mai ist, glaube ich, sicher, oder? Ja. Mai ist safe. Im Mai gibt es immer gefühlt so 2 Tage, die schon so Hochsommer sind und man ist so, hallo, ja, ich bin noch nicht ready. Das stimmt, aber wenn es die 2 sind, ist es mir auch, ist auch kein Problem für mich. Ja, nee, da haben wir dann gar kein Problem mit. Ey, ich finde es ja richtig witzig, wie du bei Sunshine Live gelandet bist. Ja, das stimmt. Soll ich erzählen? Ja, hau mal raus. Genau, also ich war damals in einer Werbeagentur, habe da gearbeitet und meine Kollegin Julia, Grüße gehen raus, die war der große Fan von dir. Also er hat immer gesagt, die Resi. Und er hat immer, wenn wir ein Meeting hatten oder so, lief im Hintergrund Sunshine Live. Und die war wirklich so, ist extrem Fan und meinte dann so, ja, die haben so ein Format, Mix Mission heißt das, da legen alle möglichen DJs auf und da kennst du bestimmt auch welche, vielleicht wäre es auch mal was für dich. Und deswegen hatte ich dich, glaube ich, 2022 angeschrieben und gefragt, ob ich da mal vielleicht auch mal vorbeikommen kann. Und dann hat sich das ja so ergeben. Schwupps, war sie da. Jetzt schon das dritte Mal. Also liebe Grüße an die gute Julia, ne? Die ist ja hier Vermittlerin gewesen. Ja, die Julia ist echt super. Ja, Julia, eigentlich mal was nach Hause schicken, was Nettes. Oh, da können wir nochmal, Julia mag sehr gern Pferde. Okay, weiß ich. Also Pferdemerch haben wir leider nicht. Pferdemerch. Aber kann ich ja mal in die Marketingabteilung geben, ob das vielleicht was bringt. Das ist voll random jetzt. Julia mag Pferde. Aber ja. Ich stelle mir gerade so eine Pferdedecke vor, die so bestickt ist mit so einem Sunshine Live Logo. Ja, siehst du, geht doch schon los. Ja, siehste? Ich setze da morgen mal ein Meeting an. Top. Ey, Wahnsinn. Ja. Und was ich auch noch super interessant finde, ist, dass du ja KünstlerInnen aus den verschiedensten Ländern anschreibst und sagst, hey, könnt ihr mir nicht mal aus eurem auf eurem verrückten Instrument, was vielleicht auch in dem Land so das Nationalinstrument ist, was einspielen und ich pack das in meine Tracks rein. Ja, also ich finde es halt cool, wenn man mit den Leuten aus den Ländern direkt zusammenarbeitet, weil man dann auch die Leute unterstützt und nicht einfach irgendein Duduk-Sample irgendwo hernimmt. Das habe ich auch schon gemacht, klar, das haben bestimmt alle schon mal gemacht, irgendein Percussion-Sample. Aber es ist halt einfach richtig geil, wenn du die Leute also erstens kennenlernst und zweitens halt, die dir was improvisieren oder so und sie dann halt auch was davon haben, finde ich, weil es ihre Kultur ist, ihr Land, finde ich eine coole Sache. Wie findest du diese Menschen? Ja, ehrlich gesagt, über so Portale wie Fiverr, also so Freelancer-Portale einfach. Und das sind richtige Top-Musiker, also muss man wirklich sagen. Die kann man dann auch wirklich, also die kann man halt anschreiben und kann es wirklich sagen, so, ich möchte das und das haben, die und die Tonart und improvisier mir mal 2 Minuten was. Und die machen dir so krasse Sachen. Ich habe auch ein so ein Ding auf Yeon veröffentlicht mit einem Cellisten, das ist Wahnsinn. Und auch so eine Cellistin aus der Ukraine, die Polina, richtig, richtig toll, also habe da so einen Stamm aufgebaut an MusikerInnen, mit denen ich da arbeite. Voll gut. Was ist das verrückteste Land, was du mit drin hast in deinem Stamm? Ja, ich weiß ja nicht, ob das Land verrückt ist, aber Armenien. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob es verrückt ist, aber halt genau. Also aber halt sehr ungewöhnlich. Land, also es ist jetzt nicht so ein Land, wo man als Tourist vielleicht mal so eben so sagt, ja, da möchte ich mal einen Sommerurlaub verbringen oder genau, so. Genau, also für uns westliche Menschen, glaube ich, ist Armenien so ein ziemlich, also kulturell auch sehr interessantes Land. Und der Ilja, genau, der hat mir da Duduk eingespielt. Wirklich ganz, ganz, ganz toll, auch ein sehr lieber Mensch. Also auch liebe Grüße an ihn, Ilja. An dieser Stelle. Genau. Vielen Dank für deine Melodien. Du machst die Musik von Juliane Wolf erst richtig gut. Oh, danke schön. Oh. Und der Wolfgang. Und der Wolfgang natürlich allein mit seiner Anwesenheit, ne? Wenn er mal wieder ein bisschen zu sehr raved, in der Mitte der Raver vorm DJ-Pult, dann ist er dir schon mal verloren gegangen bei so einer Party.
Nee, noch nicht. Der wurde letztens im Ritter Butzke durchgereicht. Da habe ich aber genau geguckt, dass er wieder ankommt. Also meine beste Freundin war mit und die hat halt gecheckt, dass er wieder an seinem Platz dann ist am Schluss von der Party. Es wäre schon sehr witzig, wenn du so einfach kurz die Musik leise machst und so durch den Raum schreist. Wolfgang, hierher! Das ist eine gute Idee, das mache ich, wenn das passiert, auf jeden Fall. Herrlich! Ey, wenn ihr sehen wollt, wie Wolfgang und auch Juliane hier noch ein bisschen dancen, dann kommt gerne in den Twitch-Stream rein oder auf unsere Homepage sind wir auch mit drin, mit Bild. Bis 22 Uhr am Start in der Studio-Session. Du darfst zurück an die Decks, ich mache die Regler lauter und wir feiern jetzt noch ein bisschen zusammen. Yay! Die Sunshine Live Studio-Session. Time checking people.
This one.
algorithms. Fuck the future. Future.
just learn to fly. We'll keep climbing up till we touch the sky. Higher than the sun, we keep burning bright. Higher than the moon, we always rise. Sunshine Live Studio Session. Auch im Videostream auf dem Sunshine Live Twitch Kanal. Und das war für euch die letzten zwei Stunden Juliane Wolf. Ey, du hast noch einen Closing Track für uns. Ja, genau. Der Track ist von Einmusik, Lexa und Jill. Mhm. Jill hat die Vocals da gemacht, also gesungen und geschrieben. Und der Track berührt mich halt immer wieder. Der heißt Leave You
Und da geht es um Trennung und eigentlich um zwei Menschen, die sich eigentlich mögen und eigentlich zusammenpassen, aber halt an den verschiedenen Stellen ihres Lebens stehen und sich deswegen irgendwie trennen und irgendwie auch nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr berührend und wurde halt damals in der Pandemie, haben die das gemacht und auch getrennt voneinander. Und es gab auch so ein Video, wo jeder sein Instrument spielt und sie das dann zusammen irgendwie gefügt haben, weil es ja damals so schwer war. Und ja, ich hatte damals auch so eine Trennung, genau so eine, wie in dem Lied beschrieben wird. Und krass. Finde ich krass, also fand ich damals krass. Kannst du dich so an den ersten Moment irgendwie erinnern, wo du das dann vielleicht auch mal nach Pandemie irgendwie in Public spielen konntest? Im Public eigentlich nicht so, weil es halt sehr ruhig ist. Mhm. Ich spiele das ja selten, aber eher so bei einem Livestream habe ich mal gespielt. Und da habe ich tatsächlich geheult. Das war echt, ist echt, echt hart. Aber ich hoffe heute nicht. Und wenn, dann ist es halt so. Selbst wenn, dann sind das die Emotionen, die ja. Musik hervorrufen können. Und das ist ja schön. Ja, genau. Also die Jill kann ich auch nur sagen, als super Sängerin. Checkt auf jeden Fall ihr Instagram mal aus. JYLL. Ja, und Grüße gehen Jill raus Musik. An sie. Vielleicht ist sie ja auch gerade am Start und hört zu. Ja, wirklich so berührende Texte und ihre Stimme top. Also echt, echt top. Wahnsinn. Ey, dann wollen wir auch gar nicht viel noch reden. Ich sag vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass du am Start warst. Deine letzten Worte gerne noch? Liebe. So sieht's aus. Liebe für alles und jede und jeden. Genau. Genau. So, also jetzt am Ende hier für euch Juliane Wolf in der Studio-Session mit einem ganz besonderen Closing-Track, der es ein bisschen ruhiger ist. Und wir lassen uns jetzt gemeinsam drauf ein. Ja, Juliane, let's go. Du darfst an die Decks und darfst das Ding mal reinhauen. Schön. Bin gespannt. Okay, ciao. Die Sunshine Live Studio Session.
Das war sie, die Studio-Session mit Juliane Woll. Vielen, vielen, vielen Dank. Ey, schön, dass ihr alle mit am Start wart. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder um 20 Uhr. Kommt gut durch die Nacht. Tschüss und ciao.